Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch den klassischen Marmorkuchen. Dazu benötigen wir 220 Gramm Butter, 210 Gramm Zucker, 5 Eier, 280 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, etwas Rumaroma, ein Becher Sahne, 40 Gramm Backkakao und 25 Gramm separat Zucker. Natürlich könnt ihr unten in der Beschreibung die genauen Mengenangaben nachlesen. Zuerst schlage ich die weiche Butter so lange auf, bis sie ihre Farbe verändert und ins Weißliche geht. Das kann so circa 4 bis 5 Minuten dauern. Nach einigen Minuten Aufschlagen sieht die Butter so aus. Nun gebe ich den Zucker mit dem Vanillezucker zur Butter hinzu und schlage so lang weiter, bis sich Butter und Zucker miteinander verbunden haben. Damit die Masse gleichmäßig geschlagen wird, gehe ich immer wieder mal mit dem Teigschaber in die Schüssel und schiebe alles in die Mitte. Nachdem sich Butter und Zucker gut miteinander verbunden haben, gebe ich jetzt nach und nach die Eier hinzu. Wenn alle Eier drin sind, schlage ich die Masse noch etwas fluffig. Nun gebe ich mein gesiebtes Mehl mit dem Backpulver abwechselnd mit der Sahne hinzu. Ich habe hier etwas mehr als einen halben Becher Sahne eingerührt. So, das Mehl ist jetzt komplett eingerührt und wer möchte, kann hier einige Tropfen Rumaroma hinzugeben. In der Zwischenzeit habe ich meine Kuchenform eingefettet und mit Mehl bestäubt. Meine Teigmasse teile ich in ein Drittel hellen Teig und zwei Drittel für den Schokoteig auf. Selbstverständlich könnt ihr das nach Belieben machen. Nun gebe ich zum restlichen Teig meinen Backkakao und die 2 Esslöffel Zucker mit der Sahne hinzu. Die Konsistenz des Teiges sollte so sein, dass der Teig schwer vom Löffel fällt, sowohl beim hellen Teig als auch beim dunklen Teig. So, jetzt ist alles komplett drin. Nun gehe ich mit meiner Gabel in den Teig und drehe diese spiralförmig in den Teig hinein, um ein schönes Marmormuster zu erhalten. Ich putze noch schnell die Teigflecken weg und backe ihn bei Heißluft 175 Grad 40 bis 45 Minuten.
Nach der Stäbchenprobe habe ich ihn rausgeholt und für einige Minuten in der Backform auskühlen lassen. Nun löse ich die Kuchenränder von der Backform und stürze ihn auf ein Kuchengitter, um ihn komplett auskühlen zu lassen. So, nachdem mein Kuchen komplett ausgekühlt ist, gebe ich Puderzucker darüber. So, mein Marmorkuchen ist jetzt servierfertig. Ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare und Likes und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.